Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Freitagsvlog. Die Woche ist vorbei und ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass das alles hinter uns liegt. Wer mein Mittwochsvideo gesehen hat, der wird ja bemerkt haben, dass es mir derzeit ziemlich schlecht geht, dass es ein ewiges Auf und Ab in meiner Psyche ist, dass es ganz wenige Phasen gibt in zur letzter Zeit, in denen es mir wirklich gut geht. Aber ja, das Traurige, das Dunkle, das Leere irgendwie der Zeit überhand gewinnt über mein Leben. Und ich versuche deswegen zurzeit mich sozusagen in die Lage zu versetzen, dass ich mal kleine positive Momente im Alltag habe. Und heute habe ich das zum Beispiel früher auch probiert. Da sind Wally und ich im Damenviertel langgelaufen. Wir sind da letztens schon mal im Dunkeln mit meiner Mitbewohnerin langgelaufen und es sah einfach so krass aus, die ganzen Lichter der Stadt. Das Damenviertel ist ja ein bisschen oberhalb. Also ihr müsst euch vorstellen, Jena ist ein Tal und das Damenviertel ist ein bisschen oberhalb. Das heißt, man kann auf die ganze Stadt runterblicken und wenn da alle Lichter an sind im Dunkeln, das sieht richtig krass aus. Und heute dachte ich mir, wir gucken uns das alles mal bei heller lichten Tage an. Und es war auch sehr schön gewesen. Ich war richtig überrascht, wie schön die Häuser sind, wie schön der Ausblick ist. Man hat schon gemerkt, ich habe da irgendwie nicht reingepasst. Das ist irgendwie eine reichere Gegend, würde ich sagen, mit einer eingeschworenen Nachbarschaft aus Professoren, Doktoren und reichen Rentnern. Und ich habe schon durch die Blicke vermittelt bekommen, wer bist du, was hast du hier zu suchen und warum filmst du? Ich wurde nicht direkt angesprochen, aber man hat es gesehen, wie sie mich gemustert haben. Aber als ich so meinen Blick schweifen lassen habe und mir vorgestellt habe, wie es wohl wäre, wenn ich in so einem Haus wohnen würde, da ist mir richtig aufgefallen, wie wichtig mir eigentlich ein Ausblick ist und dass ich das hier in meiner WG eigentlich gar nicht habe. Wenn ich hier rausgucke, sehe ich grauen Beton und Dachziegel und ab und zu vielleicht noch mal eine Katze oder mein Nachbar, der mir mal wieder winkt, wenn wir uns gerade so begegnen, wenn wir zufällig zusammen aus dem Fenster gucken. Aber ansonsten sieht man bei diesen Ausblick von mir nichts. Kein Baum, kein Wetterumschwung, nichts. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich sehe schon, es fängt an zu regnen und das ist nicht so gut, weil ich muss jetzt noch mal raus. Ich muss jetzt in die Hochschule fahren, genauer gesagt in die Bib. Ich muss nämlich ein Buch wegbringen, was ich schon seit 8 Wochen habe. Und dann ist mir gestern Abend so eingefallen, wann ist eigentlich die Frist vorbei? Dann habe ich geguckt und sie ist gestern abgelaufen. Vielleicht sind die Leute gnädig mit mir, wenn ich mich entschuldige und es jetzt gleich wegbringe. Ja, hoffen wir das Beste, ansonsten muss ich eine Strafe bezahlen. Danach wollte ich noch schnell zu DM und zu Aldi ein bisschen was einkaufen. Ich habe heute nicht so Lust zu kochen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht hole ich mir einfach was Fertiges. Mal sehen. Fangen wir erstmal an und dann sehen wir weiter. Stay cruising. Headed for a bruising, watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Ist wieder ein bisschen mehr Einkauf geworden, als es ursprünglich geplant war. Gerade bei DM habe ich übelst viel Geld ausgegeben, aber das lag daran, dass ich diese ganzen Gratis-Testen-Produkte gekauft habe, denn die kann man sich dann am Ende wieder zurückerstatten lassen online, wenn man den Kassenbon aufhebt. Und deswegen habe ich jetzt hier gerade ein bisschen viel gekauft, in der Hoffnung, ich bekomme das ganze Geld zurückerstattet. Das sind dann ungefähr so 25 Euro, die ich wieder bekommen würde. Und von daher würde ich sagen, lohnt sich vielleicht. Und ich habe mir 2 Pfannkuchen gekauft. Es gibt ja immer so einen Streit darüber, ob das nun Berliner oder Pfannkuchen sind. Ich bin im Osten aufgewachsen, für mich sind das eindeutig Pfannkuchen. Und wenn es Bäcker gibt, die diese Bezeichnung unterstützen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich dort meine Pfannkuchen kaufen werde, als wenn sie das als Berliner kennzeichnen würden. So einfach ist das bei mir.
Ich habe vorhin beim Einkaufen beschlossen, dass jetzt einfach Frühling ist. Also von daher, die Tulpensaison hat begonnen, offiziell Frühling. Und ja, da ich ja keinen Mann oder einen Freund habe, der mir Blumen schenkt, muss ich das wohl selber machen. Und wenn man schon mal dabei ist, kann man ja der Mitbewohnerin auch noch eine Freude machen, indem man ihr einfach heimlich einen kleinen Tulpenstrauß ins Zimmer stellt. So, ich habe gerade alle Kassenbons und Barcodes und so eingescannt bei den Aktionszeiten. Ich bekomme jetzt alles in den nächsten Wochen zurückerstattet. Und insgesamt habe ich gerade 24,30 Euro gespart und kann wahrscheinlich für das nächste halbe oder vielleicht auch ganze Jahr gratis waschen. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall mal eine coole Aktion, das so zu testen. Natürlich muss man erst in Vorkasse gehen, bis man das zurückerstattet bekommt. Aber ich habe jetzt schon die Mails bekommen, dass meine Angaben alle in Ordnung sind und dass ich deswegen auch mit einer Rückzahlung rechnen kann. Von daher muss ich jetzt halt einfach nur noch warten, bis das Geld wieder drauf ist, habe die Produkte und von daher ist eigentlich alles cool. Ansonsten geht es mir stimmungsmäßig gerade wieder mal nicht so gut. Irgendwie ist es jetzt seit Mittag wieder so am Kippen. Ich weiß auch nicht so richtig, woran das liegt. Es ist halt einfach total schwierig, auch für mich, so das alles zu akzeptieren, dass es nun mal gerade so läuft, dass es mir schlecht geht und dass es auch keine Gründe haben muss oder Ursachen, sondern dass es einfach so kommt und auch im nächsten Moment wieder weg sein kann. Dass es einfach so unberechenbar ist. Das ist für mich als Planungsfanatikerin schon echt schwierig zu ertragen. Eigentlich sollte Max ja heute auch herkommen zu Besuch. Wir haben uns ja jetzt auch schwer ein Weilchen nicht mehr gesehen. Und das Problem ist einfach Corona, dass er nicht raus darf. Wegen diesen 15-Kilometer-Radius. Er hat auch gerade mit dem Bundesministerium und alles telefoniert. Er hat sich da wirklich gekümmert und schlau gemacht. Das Ding ist, er darf nicht zu mir kommen, weil Cottbus gerade einen Indizienwert von über 300 hat und es halt einfach nicht geht, die Regelungen zu streng sind. Ich könnte theoretisch zu ihm besuchen kommen und könnte danach auch wieder fahren, aber mit Wally und so, das ist mir echt zu stressig, da für ein Wochenende hinzufahren und dann wieder zurück. Nächste Woche muss ich ja, wie gesagt, erstmal zum Arzt gehen, da habe ich ja diesen Termin, wo erstmal geklärt wurde, was ist mit mir überhaupt los und dann muss ich auch noch mit Wally zum Tierarzt, wir müssen wieder den Blutcheck machen, er hat jetzt nur noch ein paar Tage, ich glaube 3 oder 4 Tage, wo er die Tabletten nehmen muss und dann ist es durch und dann müssen wir halt auch wieder überprüfen, ob seine Blutwerte sich verbessert haben und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich bei Max so gut konzentrieren könnte, gerade auch was Prüfungsvorbereitung anbelangt. Es gibt da auch schon so ein paar Neuigkeiten, natürlich ist immer noch nichts fest gesagt worden, aber es ist jetzt zumindest schon mal so, dass auch meine Klausuren online stattfinden werden. Ethik wird als alternative Prüfungsleistung angeboten werden, also dass ich praktisch eine Hausarbeit darüber schreiben muss. Ich glaube, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt gehabt. Und Recht wird wahrscheinlich jetzt auch online stattfinden als Open Book Klausur, also dass ich praktisch meine Aufzeichnungen mit benutzen darf. Das hat allerdings zur Folge, dass die Klausur schwerer werden wird, dass es also kein Multiple Choice mehr geben wird oder irgendwelche Aufgaben, die man sich mit einfachen Googlen sozusagen erschleichen könnte, die Punkte. Und bei Sozialmedizin und Gesundheitswissenschaften wird es wahrscheinlich auch online stattfinden. Da bin ich ja auch gerade dabei, die Vorlesung nachzuholen. Es geht immer mal Stück für Stück. Es gibt Tage, da komme ich richtig gut voran. Da schaffe ich entweder eine Vorlesung so richtig, also auch mit Fachliteratur lesen. Und manchmal schaffe ich auch 2. Und dann gibt es wieder so Tage, mehrere hintereinander, da schaffe ich gar nichts. Das ist halt zur Zeit echt schwierig. Am liebsten würde ich einfach ein Wartesemester einlegen, würde mich krank melden für die nächsten Wochen, Monate und würde einfach starten, wenn es wieder alles normal ist, aber es geht halt nicht. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass bald der Frühling kommt, dass zumindest meine Stimmung wieder ein bisschen sich stabilisieren kann und normalisieren kann und ja. Ich glaube, durch das Couponing wurde ich doch ein bisschen angefixt gerade. Also habe ich gegoogelt, was man sich noch alles so gratis im Internet bestellen kann an Produktproben oder solche Cashback-Aktionen. Und dann ist mir gerade eben noch eine richtig süße Aktion aufgefallen. Und zwar kann man bis zu 3 Postkarten gratis an seine Freunde verschicken mit einem eigenen Bild drauf, mit einem eigenen Text und ohne irgendwie Porto bezahlen zu müssen. Und ich finde die Aktion so süß und ich denke mir, da es meinen Freundinnen ja auch zurzeit nicht gut geht, schicke ich ihnen einfach eine Postkarte mit einem schönen Foto von uns drauf und hoffe, sie werden bald wieder überrascht in den Briefkasten schauen und sich freuen, dass Shanti ihnen schon wieder geschrieben hat. Ich liebe einfach solche Aktionen. Das Ganze ist eine Corona-Aktion, also
Dafür ist halt so ein bisschen hier noch was drauf gedrückt, aber das kann man ja notfalls auch wegschneiden, wenn man das nicht haben möchte. Und dann schreibt man hier eine Postkarte. Ich habe das ja jetzt schon gemacht. Und ja, dann kann man noch die Adresse eingeben, Schriftart, Farbe, Größe und alles auswählen. Und dann wird es einfach so verschickt. Ach Leute, was soll ich euch erzählen? Eigentlich ärgere ich mich ein bisschen, dass ich den Vlog vorher nicht beendet habe, weil ich der Meinung war, heute machst du noch irgendwas Besonderes. Aber in Wirklichkeit habe ich mich vorhin einfach ins Bett gelegt, weil meine Stimmung schon wieder so tief war und mein Energielevel noch viel tiefer. Ich habe versucht zu schlafen, allerdings begann um 16 Uhr dann hier eine Demo in der Innenstadt, wo die ganze Zeit Techno und Rave und sowas aufgelegt worden ist. Und die haben eben protestiert, weil da irgendwelche Leistungen gekürzt werden sollten. So genau habe ich mich jetzt nicht damit beschäftigt. Jedenfalls sind unsere Fenster gefühlt so undicht, dass ich mich auch einfach auf die Straße draußen hätte legen können. Das hätte ich genauso gut gehört wie hier drin. Dementsprechend konnte ich nicht wirklich schlafen und habe jetzt auch Kopfschmerzen. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe manchmal einfach das Gefühl, ich bin in letzter Zeit so richtig kaputt, so innerlich zerbrochen. So. Ich gucke mir meine Mitbewohnerin an, die denkt sich, geil, Rave, nimmt sich eine Freundin und hüpft los, sage ich jetzt mal. Und ich sitze hier und kann seit Wochen nichts anderes tun, als mich die ganze Zeit ärgern über die Menschen da draußen, die sich nicht an die Regeln halten, über mich selbst, dass ich mich die ganze Zeit ärgere, dass ich schlechte Laune habe, dass ich nichts mehr auf die Reihe kriege. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Und es nervt mich halt auch, dass das ständig Thema in meinen Videos in letzter Zeit ist, dass es mir einfach nicht gut geht. Aber was soll ich sagen, wenn ich irgendwie nicht funktioniere, dann funktioniert auch dieser ganze Kanal hier nicht. Aber ich denke mir halt, wenn ich jetzt auch mit dem Freitagsvlog aufhöre, dann brauche ich bald gar keine Videos mehr machen. So, dann bin ich einfach weg vom Fenster. Und gerade auch so ein Freitagsvlog, der eigentlich als Ritual hat, dass sich Woche für Woche wiederholt, sodass ihr die Möglichkeit habt, mich in meinem Leben zu begleiten mit allen Höhen und Tiefen. So, natürlich wäre es geil, jeden Freitag zu zeigen, hey, heute bin ich auf Bali, heute bin ich in der Karibik und heute bin ich sonst da wo. Aber so ist mein Leben halt einfach nicht. Ich bin halt gerade hier irgendwie mehr oder weniger gefangen. Wir haben hier zwar nicht diese Regelung mit dem 15-Kilometer-Radius, dass man sich nicht mehr weiter wegbewegen darf, aber Max hat ihn. Und das bedeutet, ich sehe ihn einfach nicht mehr. So. Und jetzt ist sozusagen mein einziger Plus-1-Kontakt weg, für den ich sozusagen alle anderen Kontakte gerne liegen gelassen hätte, wenn einfach er da gewesen wäre. Und jetzt sitze ich hier und was soll ich noch machen? So, ich finde, das Leben ist gerade wirklich nicht lebenswert. Und gleichzeitig gibt es dann eine innere Stimme in mir, die dann sagt, hey, hör auf, vor der Kamera rumzuheulen. Du bist nicht die Einzige, der es so schlecht geht. Es ist eine weltweite Pandemie. Du kannst nicht immer nur rumheulen. Es gibt noch Menschen, die haben ihre Eltern wegen der Pandemie verloren oder sind selber daran erkrankt und haben jetzt Folgeschäden. Deswegen, dir geht's doch gut. Du kannst hier sitzen, kannst gefühlt machen, was du willst. Du kannst zwar keine Menschen treffen, kannst nicht mehr shoppen gehen oder sonstige Dinge, aber du bist unversehrt. Du musst einfach nur ausharren. Und ja, das ist so ein innerer Struggle zwischen, sage ich jetzt was, sage ich, wie es mir wirklich geht, oder halte ich einfach nur die Klappe, weil ich nicht die anderen Leute auch noch deswegen voll heulen will, weil jeder kennt doch das Problem. Ich bin ja nicht alleine damit. Ich habe nichts Positives zu sagen. Keine inspirierende oder irgendwelche aufbauenden Abschlussworte. Außer schreibt ihr mir doch gerne was in die Kommentare. Aber bitte keine pseudopositiven Geschichten oder so. Ich kann das momentan einfach gar nicht fühlen. Deswegen würde es kaum was bringen, wenn ihr mir irgendwas super Positives und Aufbauendes in die Kommentare schreiben würdet. Ihr könnt es natürlich gerne trotzdem machen, aber seid vorgewarnt. Mir hilft es, glaube ich, am meisten, wenn mir Leute zurzeit schreiben, hey, mir geht's genauso, du bist nicht allein. Und bitte heul weiter in deinen Videos. Ja, das würde mir helfen. Okay, naja, dann macht's gut. Bis nächsten Freitag und bis dahin. Ciao.